Meine Damen und Herren, die Stadt Schwäbisch Hall zeichnet heute zwei Persönlichkeiten aus, die mit der Stadt nicht nur in enger Verbindung stehen, sondern die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit den Namen der Stadt, das kann man wirklich so sagen, in alle Welt tragen. Es sind zwei außergewöhnliche Lebenswege, und wenn ich mir beide, Ernst Eppler und Reinhold Wirth, anschaue, dann finde ich vielleicht doch eine Gemeinsamkeit. Ich denke, man kann beiden das Wort unangepasst zusagen und deutlich machen, dass es dieses Unangepasstsein ist, was sie durchaus miteinander verbindet. Vielleicht hat das mit der Heimat zu tun, eben mit der Region Hohenlohe. Die Menschen hier sollen sich ja durch Hartnäckigkeit, Gewitztheit und eine große Freiheitsliebe auszeichnen. Und genau das finde ich auch in beiden Persönlichkeiten wieder. Ich gratuliere Ihnen, Herr Professor Eppler, und Ihnen, Herr Professor Wirth, ganz, ganz herzlich zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Schwäbisch Hall. Und Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf zunächst beginnen. Die Stadt Schwäbisch Hall verleiht mit Beschluss des Rates der Stadt vom 12. November 2014 Herrn Professor Dr. Dr. H.C. Erhard Eppler, Bundesminister AD, als mit seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall eng verbundenen Bundes- und Landespolitiker, aufgrund seines jahrzehntelangen politischen Wirkens in Wort und Schrift sowie als Impulsgeber zentraler gesellschaftlicher Diskussionen des Ehrenbürgerrechts Schwäbisch Hall, 8. Januar 2015, unterschrieben vom Oberbürgermeister. Herrn Professor Dr. H.C. Mult, Reinhold Wirth, aufgrund seines jahrzehntelangen unternehmerischen Wirkens und seiner herausragenden Verdienste für Schwäbisch Hall als Kunst- und Kulturstadt sowie als Hochschul- und Wirtschaftsstandort das Ehrenbürgerrecht Schwäbisch Hall, 8. Januar 2015, auch hier unterschrieben. Thank you.